Ich bin Volker Bertelmann, der Komponist von dem Film All Quiet on the Western Front. Das ist mein Lieblingsfilm bis jetzt vom Score, von der Arbeit her, weil er für mich eine Herausforderung war und gleichzeitig aber auch was, wo ich gemerkt habe, da ist ganz viel Unterstützung und Freiheit. Die Filmmusik hat was sehr Archaisches, weil sie sehr minimale Elemente hat, die sehr, sehr schnell einem ins Gehör gehen. Der Score hat aber auch was Anmutiges, was Klares in der Thematik, was auch in dem Einsatz im Film damit zusammenhängt. Er hat das ganze Spektrum von Dunkelheit und Helligkeit. Man fängt an mit einer Grundidee oder mit einer Art Soundscape, wo man erstmal guckt, welche Musik repräsentiert einen bestimmten Zustand in dem Film. Ich habe angefangen mit dem Harmonium, was die ganzen tiefen Basspassagen benutzt. Das ist sozusagen ein bisschen wie so eine Art Signature Sound. Dann habe ich die Violinen in Soloform und habe mit einer Violine sozusagen das Hauptthema eigentlich mehr für diese verletzlichen Momente aufgenommen. Und ich habe ein Cello-Thema komponiert, was die Freundschaft der Männer miteinander sozusagen vertont. Aber ich habe einen Lieblingstrack und der heißt Remains. Die Musik zu dem Teil, wo die Soldaten ihre Uniformen ausgeliefert bekommen und sie anziehen und euphorisch losziehen und singend sozusagen an die Front ziehen. Die Musik, die repräsentiert eigentlich ganz viel von dem Film. Die hat das Hauptthema, aber sie hat auch so eine gewisse abwartende Haltung. Es ist ein sehr schönes Stück. Ich bin sehr, sehr glücklich. Es ist wirklich eine tolle Arbeit, ein toller Film.